Grüße und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, alle Natten sind soweit am Start, denn heute sprechen wir mal darüber, was das Verhalten zwischen dir und deinem Ex-Freund über dich bzw. euch aussagt. Wenn dich dieses Thema interessiert oder euch, bleibt gerne dran und dann sehen wir uns nach dem Intro. Ja, Ex, juhu, endlich mal wieder dieses Thema. Und ich meine, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass es im Leben mal zu Liebe kommt. Oh mein Gott! Und dass es aber auch wieder dazu kommt, sich zu entlieben. Das sind dann nachher die berühmt-berüchtigten Ex-Freunde und Ex-Männer, denen wir dann irgendwann mal über den Weg laufen oder sie halt meiden wie der Teufel das Weihwasser. Ja, aber was geht denn eigentlich jetzt innerlich in uns ab? Es kann immer mal wieder sein und vor allen Dingen, wenn dein Ex-Freund oder deine Ex-Partnerin dir doch sehr viel bedeutet hat und du viel mit ihm oder ihr verknüpfst, dass er oder sie dann weiterhin wie ein Geist in deinem Kopf rumspuken und gar nicht so recht gehen wollen. Und das ist in der Regel dann so, wenn wir mit ihm oder ihr völlig in die Grütze gegriffen haben. Ja, und eben bei diesen Partnern oder Ex-Partnern in diesem Fall ist doch die Chance recht hoch, dass du ihnen, na sag ich mal, auf Social Media immer noch so ein bisschen hinterher stalkst. TikTok zum Beispiel, das gucken wir uns dann an. Wir gucken heimlich auf Instagram-Profile, obwohl ich weiß nicht, kann man das heimlich machen oder nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir gucken uns an, was er zum Beispiel auf Facebook macht und, und. Ist aber jetzt mal die Frage, warum tun wir das denn jetzt eigentlich? Warum wollen wir unbedingt herausfinden, was er oder sie denn noch so treibt ohne uns? Wäre da ja vielleicht mal interessant, hat er eine neue Freundin? Und wenn ja, wie sieht die Kuh denn eigentlich aus? Und wenn er dann auch noch glücklich mit ihr ist, also so Selfies in inniger Umarmung zeigt, dann geht das Gedankenchaos doch schon ziemlich los, oder? Naja, und wenn wir noch so an unserem Ex hängen, ich bleib jetzt einfach mal bei dem Ex, ja, andersrum dürft ihr es aber genauso vorstellen, dann ist es so, dass wir sehr intensive Gefühle und intensive Erinnerungen mit ihnen teilen. Mit ihnen. Nein, nochmal. Oh, da war ein Schmetterling. Das war bloß ein Blatt. Hupsi. Okay. Und diese intensiven Erfahrungen können sowohl positive als auch negative Natur sein. Das bedeutet, es kann die größte Qual des Lebens sein, aber auch die Liebe, an die du niemals vorher gedacht hättest. Aber auch gemeinsam Erlebtes kann sehr prägen. Habt ihr einen Unfall überlebt? Habt ihr etwas ganz Emotionales miteinander durchgestanden, dann sind das einfach Gegebenheiten, die sich in uns verfestigen und irgendwo hinten im Hinterkopf abgespeichert bleiben. Und das tun sie, weil sie ihren Platz in uns haben wollen. Je schillernder die Erinnerung an diese Person ist, mit der du nicht mehr zusammen bist, desto schwieriger ist es, im Endeffekt und im Nachhinein zu schauen, wer er oder sie wirklich ist oder war. Aber genau das Gleiche trifft eben auch auf die Trennungsgründe zu. Auch da haben wir in der Regel dann keinen objektiven Blick mehr für. Es kann aber auch vorkommen, dass diese Person, zu der du dich sehr hingezogen fühlst, gar keine Liebesbeziehung mit dir hatte, sondern dass es eine Person aus deinem Umfeld war, die dir aber dennoch nicht gut tat. Warum üben jetzt diese Arten von Mensch so eine Faszination auf uns aus? Warum sind sie auch im Nachhinein, manche brauchen auch Jahre, immer noch ein so wichtiger Teil von uns? Was sagt denn eigentlich dieser Fakt über mich aus, wenn ich mich von einer anderen Person nicht lösen kann? Kann es sein, dass ich ihn immer noch nicht verdaut habe? Und genau diese Zweifel möchte ich euch im Folgenden mal aufschlüsseln, euch mal zeigen, woran das liegen könnte. Grund Nummer 1 sind frühe Prägungen und Bindungen, die wir jetzt auf diese Person ummünzen, also auf sie projizieren. Wir gleichen automatisch ab, wir ordnen eine Person ein in eine bestimmte Schublade und bringen sie dann in Verbindung. Und dieses Gerüst entwerfen wir unbewusst. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass dein Ex-Partner
zu einem, na ich sag mal, zu einem Abbild einer Person wird, die diese oder ähnliche Verhaltensmuster bereits in deinem Leben gezeigt haben und dich auf diese Weise prägten. Und da ist es völlig egal, ob diese Prägung positiver oder negativer Natur ist. Und im Nachhinein kann es dann tatsächlich sein, dass wir gewisse Züge, die unser Ex-Freund aufweist, mit mal einer uns bekannten Person zuordnen können. Und zwar einer Person, wenn wir das jetzt wissen, die uns unbewusst genau mit diesem Verhalten schon geprägt, also sich in uns verankert hat. Und hier kommen natürlich die sozialen Umfelder von Kindern, Mutter, Vater, Erzieher, Lehrer, Peergroups, ne, also die Gleichaltrigen dazu, die uns bereits in frühen Jahren unseren Stempel in gewisser Form schon mal geben, ohne dass wir das mitbekommen. Verhaltensweise Nummer 2 ist der sogenannte Timeout, also die Auszeit. Hier ist es so, dass zumindest einer der Partner den anderen weder sehen, hören, riechen, schmecken oder in irgendeiner Form berühren möchte. Grund sind in der Regel Verletzungen, schmerzhafte Trennungen und oder nachhaltig gestörte Beziehungen. Möchte also einer der beiden keinen Kontakt, hat also den Wunsch nach Distanz, dann kommt diesem Wunsch nach. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich einer abkapselt und sagt, ich möchte nicht, während der andere das einfach nicht akzeptiert, weil er zu egoistisch ist, um sein eigenes Bedürfnis auch mal nach hinten zu stellen. Erzwungene Nähe auf Distanz, ich schwöre es euch aus eigener Erfahrung, es bringt nichts. Es bringt nichts und es bringt schon gar nicht Ruhe in diese ganze Sache rein. Und damit sind wir bei der positiven Ausrichtung dieser Verhaltensweise. Denn erst wenn Ruhe eintreten kann, ihr euch also nicht den Reizen des anderen ausgesetzt fühlt, seid ihr in der Lage, das zu verarbeiten, zu bearbeiten und Gras über die Sachen wachsen zu lassen. Und wenn ihr jetzt gemeinsame Verpflichtungen habt, ist genau das elementar wichtig, um diese Verpflichtungen zu klären. Das können wir allerdings nur, wenn wir einen klaren Kopf haben. Und der braucht Zeit. Also steckt euren Egoismus weg. Überlegt euch mal, wie es wäre, wenn ihr diesen Timeout wollen würdet und der andere kriecht euch immer hinterher oder bedroht euch noch oder versucht sonst irgendwas zu machen. Dann, glaube ich, kommt die Einsicht doch etwas schneller. Und glaube nicht, dass ich jetzt hier nur von der realen Welt spreche. Das Ganze ist natürlich auf den Plattformen der Social Media genauso. Last but not least haben wir unsere Nummer 3 und das ist das sporadische Grüßen. Oh, guck mal, da hinten ist Horst. Ey, Horst, grüß dich. Und dann gehe ich weiter. Klack, klack, klack. Was zeige ich Horst damit? Ich zeige ihm, dass ich ihn überwunden habe und dass ich das, was wir mal hatten, weitestgehend verarbeiten konnte. Aber auf der anderen Seite kann ich mit dieser Message auch etwas transportieren, was ich gar nicht will. Und zwar, dass mir diese Beziehung, in der wir gelebt haben, nicht viel bedeutet haben. Denn wenn ich weiß nicht, 2-3 Tage später schon sagen kann, Junge, du, ne, alter Stecher, ne, sagen kann, dann spricht das nicht dafür, dass ich sehr tiefe Emotionen für ihn empfunden habe. Und das wünschen wir uns doch in einer Beziehung. Das heißt nichts anderes, als dass ich auch unbeabsichtigt die Beziehung im Nachhinein mit Füßen trete. Und das möchten wir nicht. Oder? Würdest du das wollen? Das ist sowieso ein allgemeiner Rat. Geht immer mal so ein bisschen in die Umkehrprobe sozusagen und schaut mal, wie ihr euch an der Stelle eures Gegenüber fühlen würdet. Gut, das waren jetzt mal 3 Verhaltensweisen. Fallen dir noch mehr ein? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Du darfst mir auch gerne erzählen, wie du zu diesen Verhaltensweisen stehst und ob du mit ihnen Erfahrungen gemacht hast. Fällt dir noch irgendwas ein, Lob, Kritik, dann schreib das doch bitte in die Kommentare. Ja, soweit sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dass dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann abonniert gerne meinen Kanal, um nichts weiter zu verpassen. Ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr das möchtet. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.